So, da sind wir dann wieder in der schönen Stadt von Wien. Wir stehen hier vor unserer Haustür. Da startet nämlich immer das Spiel, wenn es weitergeht. Also wenn wir ausgemacht haben, wir neu starten. Ich habe was rausgefunden. Das ist unglaublich. Seht ihr das, was passiert? Ich kann das Ding mit der Maus steuern. Unglaublich, aber wahr. Und wie das klappt? Einfach den Rechtsklick. Bei links passiert nichts, aber Rechtsklick. Und dann kann ich sogar entscheiden, wie schnell es gehen soll. Ob es so ganz langsam gehen soll. Ob der Flitzebogen gehen soll. Ich muss nicht mehr mit der Maus steuern. Das ist natürlich sehr praktisch, aber... mit der Tastatur. Nun ja. Wir fallen auch erstmal hier ein paar Bäume. Wollen hier das Teil einsammeln und machen das hier im Boden, damit wir neue Bäume pflanzen können. Oh, das ist ganz bösartig. Das gefällt mir natürlich. Pflanzen wir einen neuen Baum direkt und wir können da ja hier einen Horrorbaum hinmachen. Warum? Ist ja eigentlich klar, weil genau hier Viola wohnt. Viola, die Horror-Lady von, ja, keine Ahnung. Wir sammeln jetzt hier ein paar Blüten erstmal ein, damit wir wenigstens etwas, an den Aufgaben machen können. Und dann werden wir mal gucken, dass wir jetzt in dieser Aufnahmesession ein paar Leute einziehen lassen und die ersten Aufgaben erledigen, denn wir haben ja jetzt ein paar Aufgaben von Poppy in Arbeit. Und wenn wir die Aufgaben erledigen, dann kann es ja sein, dass vielleicht unser Rang hier oben, den ihr oben seht, ja, vielleicht erhöht. Wer weiß, das werden wir ja gleich alles sehen, aber erstmal hier ganz schön weiter aufbauen. Das gefällt mir nicht und dann sehen wir ja weiter. So, 17 rote Äpfel haben wir. Ich glaube, das reicht erstmal für Poppy. Hier ist unser Haus. Ein kleines, schönes Haus. Da kommt übrigens keine Musik. Das ist sehr enttäuschend. Ich schneide welche rein. Genau, ich werde welche reinschneiden. Und dann seht ihr schon weiter. Das wird extrem coole Musik sein. Keine Ahnung was. Ich weiß nicht, ich überlege mir was. Ah, meine Werkstatt. Wir gehen ganz ordentlich zur Tür. Klicken auf Werkstatt und machen ein neues Objekt. Und zwar für Poppy, die aus ihrem Blumenladen hier einen Glücksständer, wollte ich sagen. Einen Ständer haben will. Nein, Blumenständer natürlich. Ein Glücksständer. Natürlich, ein Glücksständer, das freut uns alle. Wir machen jetzt praktischer Aufbau. Also praktisches Aufbauen ist sehr simpel aufgebaut. Und zwar, wir holen uns alles aufs Feld, was wir vielleicht gebrauchen können. Aber ich glaube, das ist schon der ganze Rest. Wo kommt der hin? Hä? Ach, da hin. Genau. So. Willst du da hinten rein? Danke. In dem Fall praktisches Aufbauen, weil ganz einfach, wir drehen das zurecht. Und behalten ist schon mal da, müssen wir unten nicht rumscrollen. Das habe ich damals auch immer gemacht, während ich das so offline gespielt habe. Also nicht offline, sondern auf der Wii damals. Jetzt machen wir den ganzen Kack hier noch einfach mit ein paar glücklichen Sachen an. Am besten in so ein Gelb, das gefällt mir nämlich. Wir malen auch direkt alles an. Weil desto mehr hübsch das ist und desto mehr niedlich, desto mehr kriegen wir auch dafür. Also nicht mehr am Preis, aber wir kriegen dafür eine große Belohnung. Und diese große Belohnung, ja, ist dann, dass wir hier 100% kriegen. Dauert alles natürlich noch ein bisschen. Aber wir werden da schon hinkommen irgendwie. So. In Blumenladen reintreten mal wieder. Und die erste Aufgabe abgeben. Und dann sehen wir schon, wie sich gleich da oben links der Balken füllen wird. Wenn wir hier ihr die Sachen geben. Und ja, wir sehen hier, sie hat hier auch noch nicht alles angemalt. Macht die Sache hier natürlich ziemlich negativ. Hier ebenfalls. Wir werden später, wenn wir hier alle Leute, die Arbeit haben, eingezogen haben. Um die 100% zu erreichen, müssen wir nicht auch in die Inneneinrichtung bearbeiten. Alles, was nicht komplett angemalt ist, wird rausgenommen. Alles wird angemalt. Ja, das habe ich mir schon überlegt, so. So, wir machen aber erstmal hier grobes Bearbeiten, also von daher nicht wundern. Drehen uns das so zurecht. Ne, die Leute wollen ja gucken. So, die Leute wollen gucken. Ha, jetzt habe ich meine Blumen. Ein hübsches Haus, in dem sie leben können. Vielen, vielen Dank. Ja, bitteschön. So, wir haben einen Tisch bekommen als Entwurf. Das freut natürlich sie. Wir können jetzt hier auch Spaß noch ein bisschen hier Anstrichmodus machen. Ja, braucht ihr mich nicht erklären. Wir können hier zack, zack, so anmalen. Weil sie sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, aber wir haben nur diese Farben. Wir können natürlich auch Essenzen nehmen. Wir können hier ein Dorn nehmen und dann guckt mal, wie die reagiert. Oh. Genau, sie mag nämlich kein Gruselig. Warum auch immer.
nehme natürlich die gelben Blüten, damit sie sich freut. Ich kriege natürlich die Farbe wieder zurück, könnt ihr ja erkennen. So. Und was nehmen wir für einen Boden? Was nehmen wir für einen Boden? Wir nehmen noch keinen Boden. Du hast noch keinen Boden verdient. Das ist meine Meinung. So. Alles macht die Stadt größer. Ich hoffe mal, wir kriegen, nachdem wir hier... nein, das wollte ich gar nicht. Na, passiert. Nachdem wir hier ein paar Leute eingezogen haben, kriegen wir ja mehr Interessenrat voll. Es kommen noch sehr viele Leute. Ich glaube, 20 oder 30 Leute, die einen Beruf haben allein. Also, ja, die waren in der Luft gerade, ne? Kann noch ziemlich lustig werden. Erstmal braucht man wie einen schönen Blumenladen und mit einer Frau, die weiß, wie es umgeht. Und Poppy ist ja in den nachfolgenden Teilen wirklich ein Blumenfetischist. Und das ist natürlich der Vorteil, jeder hat seine eigene Eigenschaft. Man erkennt es auch an dem Aussehen. Wenn ihr später, ihr werdet später Leute sehen, ihr erkennt sie sofort, was sie etwa haben, etwa was für einen Beruf. So. Erstmal ein paar Blüten holen. Und schaut da oben, das Rad ist fast voll und der Baum ist schon fertig. Super. Der erste Stern steht kurz bevor. Vielleicht schon in diesem Part. Ich weiß es nicht. Schön wäre es natürlich, weil jeder Stern, den wir schon haben, ist ein Stern weniger, den wir sammeln müssen. So. 4 grüne Äpfel haben wir. Können wir auch noch gebrauchen. Wir sammeln ja natürlich alles ein, weil wir müssen ja eh alles 100 haben. Also von daher... nicht 100, sondern 99, weil mehr können wir als 99 nicht sammeln. Das ist sehr enttäuschend eigentlich. Und da ist ein Gesicht drauf. Haben wir da schon was runter? Nope. Okay, wir wollen jetzt dieses Bett noch bauen für Poppy, weil sie hat hier kein Bett. Wir könnten hier eigentlich unsere eigene Kreativität freien Lauf lassen. Wir können zum Beispiel jetzt dieses Bob nehmen. Dieses Bett. Genau, das weiß ich auch. Blockiere die 2-Taste oder klicke... 3? Achso, die Gleitmodus und so. Ja, das brauchen wir jetzt noch nicht. Da sind wir noch nicht so weit für. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir hier eigentlich freien Lauf lassen könnten. Das machen wir jetzt auch ein bisschen. Denn wir machen ein schöneres Bett. Wir nehmen uns die ganze Kacke hier und dann schaut euch das an. Wir könnten zum Beispiel jetzt das hier unten wegnehmen. Das machen wir jetzt auch gar nicht. Einfach kackenpreis, ne? Weil es einfach... Ja, es soll nicht immer nach Plan sein. Nach Plan wird immer langweilig sein. Weil es wird nicht nur eine Aufgabe als Bett geben. Es wird noch mehr Aufgaben als Bett geben. So, wir haben hier ein kleines Bett. Das platzieren wir natürlich noch ein bisschen jetzt. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Da wir eh noch nicht so viele Blöcke haben. Nehmen wir uns hier das. Ist die Kante breit genug? Ja, die ist breit genug, genau. So, haben wir uns das jetzt genommen und machen da rein. Nehmen uns ein Gesicht und tun das einfach mal so rein. Wenn es passt überhaupt. Ah, es passt rein, aber es... Ah, okay, es wird unsymmetrisch. Ist aber egal. Man hat ja hier so ein Kinderbett. Und das sieht ja ein bisschen putzig aus dann. Ihr könnt doch könnt ihr ja verstehen, ne? Für so ein kleines Mädchen ist sowas immer schön. So, wir sollten 2 Blüten haben. Daraus machen wir einfach mal das Bett. So sieht er auch auf eine Weise irgendwie schön aus. Und den Rest, den malen wir mit unseren Glückchen-Symbolen da an. Machen ein gelbes Bett, weil sie hat ja eh im Haus alles gelb. So und so. Und schon haben wir eigentlich ein kleines schönes Bett gemacht. Schaut euch das an. Nur das Gesicht stört mich hier ein bisschen. Es würde mir nachts Angst machen, wenn ich so aufwache und so gucke, so gehe auf Toilette und komme wieder zurück und dann guckt mich irgendwas da so böse an oder so glücklich eher gesagt. Ja, ich muss da ja drin nicht schlafen. Wir bauen uns später ein ganz eigenes Bett, was wir uns freischalten werden. Also von daher. So. Bobby, dein Bett ist dran. Im Fernsehen läuft gerade Malcolm mittendrin. Das ist die einzige Sitcom, die ich irgendwie über die Pest hasse. Ich frage euch bestimmt, wieso hast du das? Ist doch lustig. Also, ohne Scherze, das ist so eine Sendung, ich hasse die einfach. Die gefällt mir nicht. Das ist... Nee. Nichts gegen die Leute, die es jetzt mögen. Denn nicht, dass ich irgendwas gegen euch habe. Jeder Geschmack ist ja anders. Ich meine, es gibt bestimmt jemand, der mag das und mag dafür Big Bang Theory oder How I Met Your Mother nicht. Oder Detektiv Conan, was ich seit letzter Zeit auch gucke wieder. Aber, ja. Sendungen gibt es und Sendungen... Wieso bist du müde? Soll ich dir hier was anmalen? Ich warne dich. Ich nehme den Totenkopf hier.
Ja, ne? Spock. Ich spuck dich auch an. Nee, wir nehmen uns auf jeden Fall ein schönes, glückliches Gesicht und machen hier auch mit seinem gelben Raum. Und wir müssen natürlich auch noch einen Boden geben. Oh, guck mal, ein Blümchenteppich. Das sieht doch schön aus. Nee, so ein Schmetterlingsteppich, weil das passt sonst mit dem Bett nicht zusammen. Und die Leiste machen wir ein bisschen dunkler. So. Zufrieden? Wir werden hier natürlich noch eine ganze Küche bauen, weil eine Küche brauchst du ja auch. Aber Küche haben wir noch nicht so viel frei. Küche kommt alles noch. Oh, Glückwunsch! Sternestadt hat den ersten Sternlevel erreicht. Bürgermeisterin Rosi hat die Nutzererlaubnis für folgende Dinge erteilt. Die Brechstange. Nun kannst du zu allen zugenagelten Bereichen in der Umgebung der Stadt aufbrechen. Du hast außerdem ein paar neue Blöcke und Entwürfe in deiner Werkstatt freigeschaltet. Ja, das kriegen wir nämlich auch alles freigeschaltet. Oh, Sensei Poppy redet. Maza, hast du gehört? Ihnen ist von der Sternverlangungskommission als ein Sternstadt aufs eingestuft worden. Ist das nicht toll? Oh Mann, wir haben einen Stern! Mario hat viel mehr Sterne. Je mehr Sterne wir haben, desto mehr Sims werden in unsere Stadt kommen. Ich bin mir sicher, dass wir ihn bald wieder in eine 5-Sterne-Stadt verwandeln können. Wenn du dich so richtig ins Zeug legst. Geh doch mal gleich bei Bachi im Hotel vorbei und sieh nach, ob ein paar Besucher haben. Wenn du nicht mehr weißt, wo es ist, kannst du einfach auf der Karte nachsehen. Wer braucht schon eine Karte? Mal ehrlich. Nee, ich brauche keine Karte. Ich meine, wir können uns vielleicht gleich die Karte angucken, wo die Leute wohnen sollen, die wir einziehen lassen. Meine Hand ist verbuggt. Ah, ich habe eine Buggy-Hand. Schaut euch das an. Die Hand müsste eigentlich gerade sein. Oder müsste sie gerade. Wo ist. Hä? Jetzt ist sie wieder normal. Okay. Wir betreten das Hotel und hoffen, dass da ein neuer Gast vielleicht drin ist. Wer weiß? Den lassen wir direkt einziehen. Und wer ist denn das? Boah, hast du mich jetzt. Mein Gott. Was macht er da? Der zockt. Yeah, Level 1 geschafft. Natürlich bist du da hinten. Natürlich habe ich unterwegs vergessen, was ich machen wollte. Gut, du hast den Küchenchef angezogen. Und ich werde mal wieder total angemacht. Das ist natürlich sehr freundlich. Ich bin aber glücklich, dass es diesmal ein Junge ist und wir sind noch ein bisschen mehr nett zu dem, weil ich möchte ja diesen Ofen haben hier hinten. Den Ofen kriegen wir nämlich freigeschaltet, wenn wir hier bester Freund von ihm hier sind. Wir können ja den Ofen gleich mal genau angucken. Dann sehen wir, was das für genau für ein Ofen ist. Und dann werden wir uns das Vergnügen machen und ihn hier im Bett machen. Aber aus Freiwilligkeit, weil, wenn wir hier im Bett machen, schlafen und wir Tag machen lassen, dann kommt ein neuer Gast immer wieder rein. Und immer wieder und immer wieder und immer wieder. So. Einmal sind wir nett zu ihm, geben ihm eine Blume in die Hand. Er kann sie sich angucken. Was macht er jetzt als Revanche? Gar nichts, okay. Er freut sich. Das lässt du mich wohl da durch? Danke. So, wer bist denn du? Ist, Ruby. Chubneb? So kann ich dich besser sehen. Ciao, Maza. Ich bin der Küche der Fagino. Oh, wenn du mir ein Restaurant baust, da kann ich meine weltberühmte Pizza auch in deine Stadt backen. Ein Restaurant für diesen Typen da, der glücklich guckt. Ja, hier baue ich natürlich ein Haus. Magnifico, ich warte hier, bis du mein italienisches Restaurant fertig gebaut hast, nee. So. Ja, ich weiß. Also Grundstücke bauen. Ist das nächste Teil, was wir hier lernen? Nicht lernen, aber ihr wisst, was ich meine. Was wir zum ersten Mal jetzt machen. Weil wir haben nur unser Haus gebaut, aber das ist ja kein Grundstück bauen. Jetzt bauen wir hier ein Grundstück für jemanden und wir bauen den Pizzaladen natürlich mitten in der Stadt rein. Weil Hotel, ne, und alles. Hier ist Küchenchef Gino. Er hat seine ganz eigenen Blöcke, so. Was er haben möchte, könnt ihr jetzt sehen hier gleich. Wir müssen übrigens so ein Schild hinbauen, weil das ist das Zeichen dafür, dass es Gino ist. Das sind seine Blöcke, seine speziellen Küchenchef-Blöcke, glaube ich. Jupp, Küchenchef-Blöcke. Wir bauen hier so ein kleines Restaurant auf, ne? Soll ja ein bisschen lustig aussehen. So. Wir haben freie Wahl, wie wir es aufbauen. Das ist das Schöne natürlich. Und wir nutzen natürlich alles direkt aus. So, wir bauen da so eine schöne Eingangstür. Hier so ein italienisches Fenster. Vielleicht noch hier eins. Und wir müssen ja viele bauen, weil sonst wird das hier nie lecker. So, bauen schöne Fenster. Wir machen natürlich nicht alles mit Fenstern voll. So.
zweite Etage kommt da und da ein Fenster. Nee, da kommt gar kein Fenster. Mein Schluss steht fest, da kommt kein Fenster hin. Da oben kommt ein Fenster hin. Hier und hier. Hier und hier. Und? Nein, da nicht. Da! So. Schaut euch das mal an. Wir haben nur 32% Lecker mit so viel Fenster. Wir müssen das ganze Haus voll mit Fenster machen, um 100% Lecker zu kriegen. Deswegen könnten wir das so verunstalten mit alles mit Fenster voll machen. Das sieht natürlich scheiße aus. Deswegen werden wir ja auch später noch innen alles bearbeiten. Hier werden wir einfach nur so ein schönes kleines Haus bauen. Sieht ja auf eine Weise schön aus. So bauen wir hier noch ein Fenster hin und hier hinten so ein Fenster. Das sieht auch ein bisschen cool aus. Ja, also in meiner Meinung nach sind wir erstmal fertig. Wir können ja später nochmal alles umbauen, wenn wir wollen. Ist ja nicht so, als ob wir hier nur einmal die Chance haben. So, Wien wächst bereits. Unser erster Typ hier, den wir an Land gezogen haben, ist Gino mit Ginos Restaurant. Wir ziehen gleich... Wo kommt der denn her? Der hat doch gerade mal das Haus aufgemacht. Ja, egal. Wir schlafen erstmal bis Tagesanbruch. Dafür springen wir einfach mal über die Bank. Und lassen es Tag werden. Auf mysteriöse Weise, weil wir geschlafen haben. So. Wir hören schöne Musik. Und, ja, ich wollte gerade sagen, das ist aber nicht mehr Ginos Restaurant. Nee, wir laden direkt den nächsten ein, weil wir wollen ja immer mehr einladen und die Stadt soll ja immer größer werden. Wir kriegen im ersten Sternlevel noch 3 Leute, die wir einladen können. Und hier ist der nächste. Wir reden mit ihm. Er ist ein dunkler Mann. Er ist der Witch-Nigger. Es ist Mark. Natürlich nicht Mark, aber er ist Sir Theodosius. Ich grüße dich. Ich bin Sir Theodosius Shadowcomb. Ich bin Akademiker, Wissenschaftler und Liebhaber aller Dinge, die nicht mehr auf dieser Welt weilen. Schön. Er fliegt auf die Fresse, das ist natürlich auch so gut. Ich baue hier ein Haus, da wird die Leute besuchen kommen. Das ist ein interessanter Vorschlag, den ich gerne annehmen möchte. Hier, warte hier. Ach ne, ich warte hier, ja. Ich bin ja aus dem Ausland, kann nicht so gut sprechen. Bis du mein Museum fertig gebaut hast. Ja, schön. Bin nochmal nett zu dir, ne? Aber dein Anzug sieht geil aus. Du erinnerst mich an Barney Stinson. Okay, verschreckt. Das ist natürlich ein bisschen seltsam. Ja, das habe ich schon gemacht. Ich möchte nochmal nett sein. Ich möchte wissen, was ich... Ich möchte nochmal nett sein, danke. Ich kitzel den schwarzen Mann. Er könnte ja Ähnlichkeit mit den Slenderman haben, leichte. Ja, okay, man kriegt nur, Nein. Er hat Ähnlichkeit mit den Slenderman. Er ist halt nur schwarz. Das ist... Ja, okay, es ist nicht unbedingt so unbedingt schlimm. Viel schlimmer wäre es, wenn der Typ... Ja, keine Miete bezahlen würde. Hier müsste ja niemand Miete bezahlen. Die ziehen ja ein, damit die Stadt wieder größer wird. Sir Theodosius zieht hier ein. So, wir sehen neue Blöcke, neue Formen. Mit jedem Typen, den wir hier freikriegen. Diese Wappen kriegen wir natürlich nicht. Aber die haben wir jetzt freigeschaltet, die kleinen Dinosaurier. Und diese kleinen Ritter hier. So. Bauen natürlich immer eine neue Art von Haus. Klasse. Und dann muss ich mal gucken, dass mein DVD-Player gleich wieder läuft, weil ich hab Bock. Professor Layton und die ewige Diva zu gucken. Weil ich hab ja jetzt den Film, hab ich mir geholt, weil ich mag den, weil man muss ja nicht alles im Internet gucken. Und, ja, mal gucken, wie der so ist, ne? So. Haben wir auf jeden Fall schon mal eine schöne Vorlage. So.
Ja, man kann hier zum Beispiel die Übergänge sehen. Das ist zwar nicht gut gemacht, aber das macht ja auch gar nichts. Gehen wir in den Baumodus. Wir bauen nämlich noch eine zweite Etage rauf. Wir könnten auch einfach so bauen. Ne, wir bauen wieder so. Das hat ja irgendwie eine gewisse Andeutung. So. Bauen wir wieder ein... Das ist mal ein bisschen skurrileres Haus. Es muss ja auch nicht immer dasselbe Haus sein oder dasselbe Muster sein. Wir können hier auch mal was Neues bauen. Zum Beispiel sowas hier. Das hat auch seine irgendwie seine Stärke. Können wir jetzt zum Beispiel sowas bauen. Und dann machen wir einfach mal hier so ein paar Pfeiler hin. So. Guck mal, der Pfeiler streckt... Der steht schief. Der steht schief, aber der steht hier gerade. Warum? Will ich jetzt runternehmen, ne? Ah, der stellt sich... Ja, okay, das war irgendein Fehler, kleiner. Okay. Kann ja mal vorkommen. Wir könnten jetzt zum Beispiel, wenn wir klug sind... Ja, sehr klug sogar. Wir könnten die hinten, wenn es klappt... Komm rein, da... Ich weiß, dass du da reingehst. Genau, wir könnten da Pfeiler verstecken. Damit das Haus irgendwie so einen Gruseligkeitseffekt kriegt. Ich glaube, das werde ich auch machen. Ich meine, jetzt nichts... Ja, da steht schon ein, okay. Damit das hier ein bisschen, ja, schöner wird. So. Also, es wird nicht schöner unbedingt, aber es macht diesen Gruseleffekt, der wird größer. Und ich meine, das sieht man, man sieht es ja nicht. Also, ich sehe es auf jeden Fall nicht. So, dann bauen wir einfach noch hier einer hin. Und hier in der Ecke noch einmal. Und genau andersrum auch. So. Schon haben wir ein kleines Gruselhaus. So. Den stellen wir einfach mal hier hin. Ich glaube, den können wir gar nicht mehr so hinstellen, weil der ist zu groß. Wir könnten den drehen. Ich glaube, das machen wir auch. So, und dann stellen wir den hier hin. Und schaut euch, das sieht doch vollkommen okay aus. Also mir gefällt es gerade. Hier so eine Tür hin. Hier noch das hin. Und tada, wir haben ein, ja, ein kleines Haus der Gruseligkeit. So, jetzt bauen wir noch ein paar Fenster ein. Oben kommen dann hier diese schönen kleinen Fenster hier hin. So und so. Und so und so. Dann schnappen wir uns mal hier. Wir haben ja hier noch ein paar andere Sachen dabei. Für die 100% müssen wir natürlich vieles einbauen. So. Ja, okay, das war nicht bedacht. Okay, das müssen wir ein bisschen anders machen. Da können wir nämlich hier so ein bisschen, ja, verschönern. Und warum kann ich da nichts hinstellen? Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Ich hatte eigentlich vor, so, so und dann, warum kann ich da nichts hinstellen? Macht das der Pfosten oder wie? Komische Sache, weil irgendwas. Ey, du, guck mal, der macht mir das Angebot und lässt mich da nicht hin. LOL. Aber ihr seht den blauen Punkt, das ist das Angebot übrigens, ne? Okay, das ist sehr verrückt. Okay, er kommt halt, ja, hier vorne halt kein Horrorbalken hin. Ist ja auch nicht so schlimm, dann, weil wir wollen ja ein schöneres Haus bauen. Und das sieht ja auch irgendwie auf eine Weise schön aus. Wie ihr es seht. Hier, schaut euch das an. Es geht doch vollkommen klar. Ist ein schönes, dunkles Haus. Könnten wir eigentlich hier oben das noch anmalen, weil das sähe dann in Schwarz eher besser aus. Aber das ist nicht der Fall. Wir könnten aber noch, wenn wir schon dabei sind. Ah, hier kann ich es hinbauen. Okay, das verwirrt mich ein bisschen. Wir machen aber... Ja, genau, guck mal, da kann ich es nicht hinbauen. Warum auch immer. Ah, ja, ich hab's. So. Die wollte ich natürlich nicht haben. Ich wollte die nur haben, damit sie nicht auf die Idee kommt, dahin was hinzubauen. Und schon haben wir ein kleines, schönes, gruseliges Haus. Oh, lag. Zwei lag. So. Übrigens, hier sieht man, das Sortiment für Bodenzubehör hat sich vergrößert. Und wir bauen hier noch ein paar dunkle Fenster ein. So und so. So, so, so. Und dann hier noch zwei hin. Ja, und dann finde ich, das Haus sieht sehr gut. Ja, okay, es geht, ne? Das Haus gefällt mir. So und so. Und schon haben wir ein schönes kleines Haus hier für den Typen, der Nacht so gerne mag. Und wir sind fertig. Und meine Hand ist eingeschlafen. Tut ein bisschen weh, aber das ist ja nicht schlimm.